So, also ich stelle fest, mit Karte dich zu delegieren ist doch schwieriger, als ich dachte. Das liegt aber an dem Spiel, nicht an der Karte und auch nicht zwingend an mir. Das ist, an mir sowieso nicht. Wo bist du gerade? Du bist nach links rausgegangen, ja? Korrekt. Sollte ich nach rechts gehen? Vorschlagen. Oh, okay. Also ich vermute zumindest, dass wir da hinkommen. Quasi gehen wir mal wieder in Richtung des Energietanks. Ja, also quasi hier rechts raus und dann Hälfte des kommenden Raumes jetzt auf die rechte Seite durch, dann durch die Wand scrollen, rollen. Mhm. Ja, und dann? Und dann nach unten. Erstmal musst du jetzt zurück. Und dann? Also erstmal gibt es jetzt hier rechts in dem Raum angeblich drei Missile Tanks. Zumindest sind hier dreimal die Anzeichen für die Missile Tanks abgebildet. Eins. Bitte geh nochmal zurück. Würde mich jetzt mal interessieren, ob man da hinten durch die Wand sich sprengen kann, um da hinzukommen, wo der Spider-War war. Ja, um nur zu gucken. Wahrscheinlich nur um zu gucken, ne? Ja, okay. Alles gut. Aber das ist doch schon mal schön. Findest du? Ich finde mich schön, ja. So, also du holst dir den Missile Tank oben, dann gehst du aus dem Raum links raus, gehst runter und dann links gibt es den Eisdings. Eisbäm! Atmen? Ja, besser als Jim Bam. Bullshit? Ich hab keine Chips geholt. Warum auch immer, dein zweiter Fühler ist gerade abgefallen. Ich fühle nichts mehr, ich bin tot innen drin. Es soll wohl nicht sein. Es soll wohl nicht sein. Aber wenn du mir den jetzt gibst, dann könnte ich mir so ein Bow draus machen. Könnte ich. Ist unten drunter irgendwas oder gibt's nur Eisbeam? Da gibt's angeblich nur den Eisbeam. Das unten drunter wird hier gar nicht dargestellt auf der Map. Probier's mal, aber also da ist kein weiteres Item. Also in diesem Raum ist tatsächlich wirklich nur einmal riesengroß das Eisbeam-Symbol dargestellt. Also auch kein Durchgang nach unten oder ähnliches. Also stelle ich fest, diese Karte ist doch relativ gut. Und deshalb, ich bin versucht, mir dann auch das vielleicht Mario Maker 2 zum Release zu holen. Mhm. Und vielleicht da auch zu Beginn ewig viel Zeit rein zu versenken. Aber ich mache das abhängig von meiner physisch-emotionalen und vor allen Dingen beruflichen Belastung, Auslastung, Situation. Ob ich das mache oder ob ich mir denke, oh nö. Weil ich halte es für gut möglich, dass ich mir denke, oh nö. Jetzt verstehe ich. Also am kürzesten ist es, wenn du hinter dem Energy Tank wieder durchläufst. Dann werde ich gleich nochmal kurz speichern und dann, das wird schon wieder ein kurzes Video sein und dann müssen... Ja, aber das war ja auch teilweise meistens der Vorteil... Von Dailies. Ja, nicht unbedingt von Dailies, aber so auch bei Super Metroid, bevor es anfing ätzend zu werden oder lang oder sowas. Ja? Mhm. Und so in bestimmten Abständen dann quasi auch sagen kann, so und jetzt ist vorbei, Kurzvideos sind nicht unbedingt immer schlimm.
Weiß nicht. Es kommt immer auf den an, der es bearbeiten muss. Oh. Wir sind schon da. Would you like to save? Yes.